Tours Fedia mit den besten Bundesliga-Tipps zum 5. Spieltag. Und die, da sind wir ganz besonders motiviert. Oddspedia, the Sports Betting Community. Warum, zeige ich euch mal ganz kurz. Es läuft nämlich gar nicht mal so verkehrt. Ich mache hier mal unsere Spieltagszusammenfassung auf. Da kann ich sogar ein bisschen aus dem Bild gehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr seht, erster Spieltag war ein bisschen im Minus mit dem Asian Handicap 0. Haben wir aber auch den Verlust minimiert. Und dann Spieltag 2, 3 und 4 jeweils mit über 1,5 bzw. 2 und 4 Einheiten im Plus. Unter anderem dank unserer letztwöchigen 2 aus 4 Unentschieden-Wette, aber auch der Rest war ganz formidable. Radek, ich sehe dich schon beim Schlürfen und wir, weil, das ist echt nicht abgesprochen, aber einen Himbeersekko. Ich sollte heute einen Erdbeersekko mitnehmen, habe mich aber verguckt und jetzt haben wir einen Himbeersekko hier schon. Alles klar. Und du? Ein Portwein natürlich, wie es gehört für Portugal. Das Portwein-Schwein, würde ich sagen, fängt gleich mal mit dem Freitagsspiel. Hertha BSC gegen Greuther Fürth. Ja, die Hertha endlich einen Sieg gelandet am letzten Spieltag und nach 3 Niederlagen in Folge wurde es auch Zeit. Die Fürther hingegen immer noch am Tabellenende. Das ist ja Abstiegsduell 16. gegen 18. mehr oder weniger. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass die Hertha sich jetzt weiter aus dem Keller rausarbeiten wird. Leichter als gegen Fürth wird es wahrscheinlich nicht. Die Quote ist allerdings traurig schlecht. Da kannst du fast nichts damit machen, außer man unterschätzt die Fürther halt extrem. Das ist jetzt die Frage. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, Hertha hat letzte Woche auswärts gegen einen Aufsteiger gewonnen, relativ souverän. Sie haben auch einen ganz guten Kader, sind aber schlecht in die Saison gestartet. Und jetzt ist schon die Frage, was ihr euch da draußen stellen müsst. Ist der Kader gut genug, um im Mittelfeld vielleicht sogar die Euroleague-Plätze mitzuspielen oder nicht? Denn falls die Antwort ist, der Kader ist gut genug und das Team ist auch gut eingestellt, könnte man schon mal riskieren, mit einem Asian Handicap minus 1 auf die Hertha eine 2,3 abzustauben. Einfach, weil ich sehe es so wie du, Radek, eine 1,75 würde mir nicht reichen. Wenn du aber sagst, sie gewinnen, dann haben sie ja auf jeden Fall bei minus 1 das Geld zurück und bei einem 2-0 oder 3-0 hättest du einen Verdoppler. Auf der anderen Seite hat Fürth auch jetzt schon beim Spiel gegen Bielefeld, war es ja, gezeigt, dass sie auch ganz gut mauern können. Also, schwierige Geschichte. Ich bin aber auch halbwegs damit einverstanden, wenn wir sagen, für das Freitagsspiel gehen wir jetzt noch nicht auf die Hertha, aber ein Risiko kann es für den ein oder anderen Berliner Fan, der sagt, seine Mannschaft ist besser als der Tabellenstand, es ruhig wert sein. Ja, aber Chancen-Risiko-Verhältnis passt nicht zusammen, weil im Endeffekt kriegst du nicht viel Geld, wenn du auf die Hertha setzt, auch bei minus 1 nicht. Und dann führt, kann man ja bestimmt auch, wenn es gut läuft, für die einen Unentschieden holen. Also ist es nicht, dann, die Unentschieden-Gefahr ist mir da irgendwie auch ein bisschen zu groß und dann bin ich da noch nicht so vollends überzeugt und warum unseren schönen Gewinn jetzt schon wieder aus dem Fenster werfen. So sieht's aus, denn man soll ja nicht dann zu viel riskieren, nur weil es ganz gut gelaufen ist in den ersten Spieltagen. Das hätte auch ja anders sein können. Bielefeld gegen Hoffenheim ist dann die nächste Partie. Hier bin ich auch gleich mal auf deine Meinung gespannt. Es ist ja zwei Teams, die auch in der Tabelle so lala performen. Bielefeld mit 3 Unentschieden, glaube ich, voll im Soll. Hoffenheim mit 8 Toren bereits, aber nur einem Sieg. Vom Tabellenstand wahrscheinlich da, wo ich sie am Ende auch sehen würde. Trotzdem erwarten die schon mehr. Siehst du hier was von den Quoten her? Ja, diese Quote auf Hoffenheim ist natürlich verlockend, wenn man bedenkt, dass die ja schon einfach so immer hopp oder top sind und gegen Gegner wie Bielefeld müssen sie natürlich top sein und dieses Spiel gewinnen. Wenn es beim Tippspiel drum ginge, dann tippt man natürlich ein 2-1 oder so auf Bielefeld. Was mir bei Bielefeld gefällt, ist, dass sie sich in jedem Spiel echt teuer verkauft haben. Haben natürlich auch stärkere Gegner gehabt bisher. Hier kann ich mir vorstellen, dass Bielefeld auch ein Tor schießt, denn die Hoffenheimer sind da in der Defensive nicht so sattelfest und auf den 2,1 auf Hoffenheim zu setzen, ja, könnte man durchaus machen, ist aber auch jetzt nichts, wo ich so großzügig mit Geld um mich werfen würde. Ganz genau, und ich finde, die Quotenverteilung ist auch relativ fair. Es ist, wenn jetzt Bielefeld plus 1 oder so eine 1,8
1,9 gehabt hätte, würde ich sofort machen, denn ein Unentschieden ist im Bereich des Möglichen, aber bei einer 1,4 brauchst du natürlich darauf nicht setzen. Dann haben wir unseren FC Bayern München, sind ja Fanfreunde mit VfL Bochum. Ich als 60er oder früherer 60er-Anhänger weiß das natürlich, da mochten wir die Bochumer ganz besonders nicht. Von der Tabelle her, klar, Bayern Zweiter, nur hinter Wolfsburg, Bochum mit einem Sieg und 4-6 Gegentoren jetzt auf Platz 13, da können sie sich auch nicht beschweren. Bayern hat ja wirklich unglaublich gespielt in der Champions League, bereits davor gegen Leipzig das Ding gerockt. Dementsprechend könnte man sagen, die 1,09 hat Value. Wie immer schauen wir mal bei Bayern, bei den Asian Handicaps, ob irgendwas sinnvoll ist. Das Mittel ist hier bei minus 3, das bedeutet, Bayern müsste 4-0 gewinnen, damit man diese Wette gewinnt. Und da könnte man sich schon wieder überlegen, ob man nicht lieber sagt, Bochum plus 3. Aber ganz ehrlich, wenn Bayern Barcelona so abschießt, wobei, ich zitiere dich mal, was du mir per WhatsApp geschickt hast, Barcelona ist schlechter als Bochum. Und dann ja, müsste... Du hast es nicht ganz gesagt, ich habe geschrieben, Barcelona ist auch nicht besser als Köln oder Bochum. Und das mag in der Tat so sein, weil... Stimmt. Ich bin mir einigermaßen sicher, dass Bochum alles in die Waagschale schmeißen wird. Und ich habe bei uns im englischen Ospenia-Kanal, da haben wir das Video schon vor 2 Tagen gemacht, hatte Bochum eine 40er-Quote und mich würde dieses Asian Handicap auf Bochum wirklich mehr reizen, als jetzt irgendwie eine Wette auf Bayern fast, weil du musst ja auch bedenken, jetzt hat Bayern gerade gegen Barcelona gespielt und da ist jetzt erstmal so der Druck weg und was der Nagelsmann ja auch da schon gemacht hat, viel rotiert, viel gewechselt, der hat einfach mal in der zweiten Halbzeit 50 200 Millionen am Marktwert eingewechselt und der Kuhmann drüben hat nur so neidisch geschaut, weil er halt nur noch so 17, 18-Jährige hatte und das ist schon Wahnsinn, was Bayern da an Qualität hat. Auf der anderen Seite denke ich halt, dass jetzt gegen Bochum natürlich wieder dann die zweite Garde von Bayern vielleicht spielen wird, dass man halt dann die richtigen erste Elf vielleicht ein bisschen schont. Die Saison ist ja noch lang und dann kommt ein Gegner wie Bochum, den man gerne mal unterschätzt. Und ich erinnere mich an die 90er Jahre, da war ich glaube ich 7 oder 8 als Bochum, da wusste ich nicht, was ein Bochum ist. Und haben die unabsteigbar. Und ich glaube, die haben da sogar entweder 2-2 gespielt oder gewonnen oder so. Und die waren natürlich auch damals in den 90ern auch massive Außenseiter. Also eine 40er-Quote auf Bochum, das wäre natürlich was. Und ist natürlich auch langweilig, hier auf Bayern zu gehen, das ist klar. Aber ja, also ich schätze, es wird vielleicht echt so ein 3-1 und damit wäre dann Bochum wirklich besser als Barcelona, wobei wahrscheinlich dann eine andere Bayern-Mannschaft auf dem Feld stehen wird als in der Champions League. Ich hätte Bock, also ich würde hier wirklich Bochum plus 3 gerne mal anspielen. Wenn wir sagen, Weiß-Bayern ist vielleicht nur eine halbe Einheit, aber... Ja, da, nur just for the fun. Ja. Dann sind wir mit einer halben Einheit dabei. Ich kann auch noch sagen, mein erstes Live-Spiel, was ich im Stadion erlebt habe, war tatsächlich 1860 München gegen den VfL Bochum. Deshalb verbindet mich auch ein bisschen was mit Bochum. Die waren ja dann, da glaube ich, auch ganz cool im UEFA Cup damals. Darius Wosch. Darius Wosch. Hört. Wo spielt der Sohn von Darius? Handball-Bundesliga? Keine Ahnung. Ja. Augsburg. Wenn du das willst, schreib es in die Kommentare. Weißt du, ein richtiger Stalker bist du, wenn du sowas weißt. Dann geht es weiter mit Augsburg gegen Gladbach. Hier schauen wir auch ganz kurz in die Tabelle rein. Wir haben mit Gladbach, die haben jetzt letzte Woche endlich gewonnen, daheim gegen Bielefeld. Da fällt mir ein, das Spiel hatte ich gar nicht in der Statistik drin. Bedeutet, unser letzter Spieltag war sogar noch ein bisschen besser, weil da hatten wir gesagt, Gladbach minus 1 Asian Handicap gegen Bielefeld. Auf jeden Fall Augsburg mit 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, super schlecht in die Saison gestartet. Die Quoten mit 4-2 fair auf Augsburg, auf der anderen Seite Gladbach, so wie bisher gespielt haben. Eigentlich ganz schön unfair, dass man für einen Gladbacher Sieg so wenig rausbekommt. Geht da irgendwas? Ja, das ist echt ein bisschen zu wenig. Auf der anderen Seite
ich finde ja auch die Quote auf Augsburg ein bisschen zu niedrig. Die müssen sich schon ganz schön strecken, vor allem wenn dann ein 0-0 gegen Union Berlin als Wendepunkt irgendwie erklärt wird von Weinzierl, dass da quasi der Abwärtstrend beendet ist mit 0-0 gegen Union. Das ist natürlich auch irgendwo ein Armutszeugnis, wenn man das schon als Erfolg irgendwie verkaufen will. Gladbach hingegen, ja, nein, die müssen dieses Spiel normal schon gewinnen und haben natürlich das Potenzial, da Augsburg zu schlagen. Auf der anderen Seite ist ein bisschen schlecht, diese Quoten, ja. Leider. Also, keine Wette von uns. Dann haben wir ja Mainz gegen Freiburg. Da gab es die interessante Frage bei unserem Champions League-Video, wer wird am Ende der Saison vorne stehen? Ich wüsste jetzt nicht, warum man einen Betrag, egal ob es 1 Euro oder 100.000 Euro ist, auf genau diese Wette setzen sollte. Da gibt es bestimmt spannendere. Meine Meinung ist Mainz. Du sagst ja, da gebe ich keinen Tipp ab. Hier bei dem Spiel haben wir eine Zweierquote auf Mainz, die uns bisher einmal enttäuscht haben. Genau dann, als wir auf sie gesetzt haben. Und Freiburg auch wieder ganz kurz hier mal auf die Tabelle schauen. Voll im Soll, wie eigentlich jedes Jahr. Das ist unglaublich, was diese Mannschaft erreicht. Aber Mainz als beste oder zweitbeste Rückrundenmannschaft letztes Jahr auch schon wieder auf der 4 und bisher nur gegen Bochum gepatzt. Also das ist schon verrückt, wie stark dieser Bo Svensson ist. Und mit Schorlei, Stöger, Ingwertsen haben sie auch, glaube ich, einen ganz potente Stürmer. Und was sagst du mit der 2? Ich habe zwei interessante Sachen zu dem Spiel, denn es ist ja ein Spiel Vierte gegen Fünfter hier mit Mainz gegen Freiburg. Das hätte man so nicht erwarten können. Und Mainz hat bisher in 3 von 4 Spielen zu 0 gespielt. Das ist sensationell. Freiburg hat noch gar kein Spiel verloren. Das ist auch sensationell. Also alles andere als ein Unentschieden. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ja. Also die Quote auf Mainz ist zu niedrig und das tut den Freiburgern Unrecht. Und auf eine Freiburger Sensation zu spekulieren, da musst du schon ziemlich im Schwarzwald geboren worden sein. Aber ein Unentschieden hier ist doch eine schöne Wette. Ja, die Unentschieden-Wette locken wir ein. Aber ich möchte schon sagen, eine Sensation ist ein Freiburger Sieg beim FSV Mainz 05 jetzt auch noch nicht ganz. Wir gehen weiter zum 1. FC Köln, die sich toll bisher präsentiert haben unter ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart. Leipzig unter Jesse Marsch, der hat bisher noch nicht so richtig gezündet. Also in der Verteidigung katastrophal, sowohl gegen Bayern als auch gegen Man City. Das sind natürlich zwei Weltklasse-Teams, aber Leipzig, auch hier zeige ich nochmal ganz kurz die letzten Spiele. Tada. Nein, das ist Köln, hier ist Leipzig. Die 4-1-Niederlage, gerade schon angesprochen, dann der 1-0 Auswärtsniederlage gegen Wolfsburg, 4-0 gegen Stuttgart und 1-0 gegen Mainz. Also es ist nicht so richtig was los. Die Quote von 1,8, wenn sie die Wende jetzt schaffen, ist prinzipiell Wahnsinn, denn die beiden Teams sind schon von der Kaderstärke komplett verschieden. Aber Leipzig kommt halt gerade aus England mit der Mehrfachbelastung ohne Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite kann das als Quotenfuchs genau jetzt unser Ding sein, dass wir sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder macht Köln den nächsten Punkt? Ja, also ich muss da sagen, mir hat Leipzig gegen Bayern gar nicht so schlecht gefallen. Also ich fand, die haben schon einigermaßen gut gespielt, aber Bayern ist halt internationale Topklasse. Leipzig ist halt für Deutschland Topklasse. Das muss man auch nach ein paar mittelmäßigen Spielen immer noch so sehen. Und denke, dass sie gewinnen müssen gegen Köln und haben da in der letzten Saison sich schon ein bisschen schwer getan. Im letzten Spiel, glaube ich, haben sie einen Unentschieden gegen Köln gehabt. Und eine 1,8, das ist für eine Mannschaft wie Leipzig schon sehr gut. Ich sehe da eher die positiven Dinge, weil wenn du Manchester City 3 Tore reinhaust, okay, dann hast du halt nicht so viel Fokus auf die Verteidigung gelegt, aber im Endeffekt ist es eine Mannschaft, die prinzipiell weiß, wo das Tor steht und das sollte gegen Köln dann doch auch vielleicht reichen für einen Sieg und
so gut wie die Kölner bisher auch waren. Also ist das auch eine Sache, die auch man vielleicht als Overperformance bezeichnen kann. Und dann ist es aus rationaler Sicht und mit ein bisschen Goodwill hier vielleicht gar nicht verkehrt, die 1,8 auf Leipzig mitzunehmen. Das machen wir auch definitiv. Und damit sind wir auch schon mit dem Topspiel am Samstag. Das ist ja Köln gegen Leipzig am Ende. Und kommen zu den Sonntagsspielen. Da ist Stuttgart gegen Leverkusen an der Reihe. Auch hier machen wir mal zur Erinnerung, war jetzt doch ein bisschen paar Sachen oder Tage zwischen den letzten Spieltagen. 10. Platz, ein Sieg, ein Unentschieden, voll im Soll der VfB und Leverkusen. Glaube ich, die können sich jetzt überhaupt nicht beschweren, haben bisher echt eine gute Saison gespielt mit einem hohen Sieg gegen Augsburg, gegen Gladbach vor allem, das Unentschieden gegen Union Berlin, das sollte man auch nicht unterschätzen, die Eisernen, und das Spiel letzte Woche, wer es gesehen hat, der hat sich über eine richtige Torschlacht gefreut, da haben sie ja mehrmals geführt gegen den BVB, aber am Ende doch mit 3-4 den Kürzeren gezogen. Jetzt schauen wir uns vor allem die Quoten an, die sind auf Stuttgart auf den ersten Blick total uninteressant, weil ich sehe Stuttgart deutlich als größeren Außenseiter. Das Unentschieden, da könnte es schon ein bisschen spannend zugehen, würde ich aber nicht tippen. Und jetzt hier die Frage mit Leverkusen, die, das dürfen wir nicht vergessen, auch die Mehrfachbelastung haben, jetzt mit dem Euroleague-Spiel. Da haben sie in der Vergangenheit dann nicht unbedingt am allerbesten abgeschnitten. Weiß ich nicht, ob man hier nicht lieber einen Pass machen sollte. So, hier, hüt. Oder ob man da auf die formstarken Leverkusen setzen soll. Also bei Gladbach zum Beispiel verstehe ich die niedrige Quote fast nicht. Hier verstehe ich die hohe Quote fast nicht, weil Leverkusen ja wirklich schon stark in Schuss ist, was die Offensive betrifft mit Wirtz und Schick. Da haben sich zwei gefunden, das passt gut und das gefällt allen. Also kann man bei einer Quote über 2, finde ich, schon riskieren. Und ich weiß, wenn man den ein oder anderen Stuttgart-Fan, der zuschaut, der letzte Saison natürlich seine Mannschaft gefeiert hat, zu Recht auch. Aber ich bin ein bisschen skeptischer, also das zweite Jahr ist immer ein bisschen schwieriger. Und ich denke, dass Leverkusen hier schon noch ein bisschen mehr an Qualität auf dem Rasen zaubern wird und Favorit ist in diesem Spiel mehr als 2,2 und dementsprechend haben wir Value auf den Leverkusen-Sieg und ja, go for it. Da bin ich, ich bin ein bisschen skeptischer. Tatsächlich, weil Stuttgart jetzt auch eben sich mehr ausruhen konnte. Leverkusen hat jetzt zwar in der Euroleague gewonnen gegen Ferencváros, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, aber danke dir. Ich würde mich jetzt nicht verwehren von dem Sieg, aber man könnte ja zumindest den Einsatz oder den potenziellen Verlust bei dem Unentschieden eingrenzen, was ich hier deutlich... Bitte? Und den Gewinn grenzt du damit auch ein. Ja, aber das ist ja unser Ding. Wenn wir gewinnen, dann sind wir auch glücklich. Aber wenn wir verlieren, freuen wir uns hier. Also ich würde hier gerne, weil ich das Unentschieden schon als Gefahr sehe, aber die gute Quote auch mitnehmen würde, hier mit minus 0,25 mit einer 1,94 spielen. Bedeutet, wenn das Spiel unentschieden ausgeht... Ganz, weil du zu wenig hochgescrollt hast. Ja. Ja, gut, damit kann ich auf jeden Fall leben. Ja. Das ist eine sehr gute Wette. Also, dann verliert man die Hälfte, wenn man ein Unentschieden hat, dass Stuttgart das gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit liegt so im Bereich von 20-30% über den Daumen gepeilt. Das muss man halt in Kauf nehmen. Das ist immer so beim Wetten. Du verlierst halt einfach mal Wetten, aber im Endeffekt musst du halt schauen, dass du für die Wetten, die du gewinnst, halt eine relativ hohe Quote kriegst, sodass sich es dann am Ende des Tages unterm Strich summiert. Dann haben wir die Dortmunder. Die haben es mit den Eisernen zu tun. Also Dortmund, jetzt mal abgesehen von der Niederlage gegen Freiburg mit einem starken Saisonauftakt, also da mit 13 Toren, das ist auch schon Weltklasse. Die Verteidigung ist aber auch Katastrophe. Sie bekommen eigentlich in jedem Spiel Gegentore und selbst gegen Beşiktaş in der 93. Minute, die überhaupt keine Torgefahr ausgestrahlt haben. Auf der anderen Seite haben wir Union, die heimlich still und leise immer noch eins der Teams sind. Da haben wir nicht viele, die noch ohne Niederlage sind, die aber auch vor allem starke Gegner hatten in den ersten Spielen. Ich zeige das hier nochmal. Wir haben das Unentschieden gegen Augsburg, okay. Wir haben aber den Sieg gegen Gladbach, Unentschieden gegen Hoffenheim und Unentschieden gegen Leverkusen. Augsburg kann man jetzt in der Tabelle so ansiedeln, wie man möchte. Aber es sind auf jeden Fall alles Teams eigentlich in der
Hälfte oder oberen Drittel. Deshalb Respekt dafür. Wenn ich mir nämlich die Quoten anschaue, ich hoffe, ihr seht die jetzt auch, 8,2, das ist eigentlich eine freche Quote. Die könnte man einfach spielen oder man geht hier einfach auf einen X2 oder so, was ja bedeutet plus 0,5 im Ende. Zum Glück gibt es ja dieses Asian Handicap. Ja, also da könnte man auch die 3-2 spielen, weil Dortmund war jetzt schon anfällig, auch gegen Leverkusen offensichtlich, haben jetzt gegen Beşiktaş nicht die abgeschossen, obwohl sie so ewig überlegen waren. Und Union, die trauen sich ja überall was zu. Also das ist eine sehr spekulative Wette, weil man halt gegen den zweiten Top-Favoriten hinter Bayern München in der Liga wettet. Aber die Quote, ja, könnte man mal machen. Wer sagt, die verlieren maximal mit einem Tor, das ist dann immer noch eine 2-4-8. Das sind eigentlich, was willst du? Sag's mir. Ja, wir schauen ja normal immer so, wo die Zweierquote liegt. Also natürlich kann man jetzt ein bisschen ausflippen und sagen, Union ist die Mannschaft der Stunde und Dortmund ist von der Champions League ein bisschen geschlaucht, nach Istanbul fliegen und wieder zurück und so weiter. Und das ist definitiv, glaube ich, auch ein Punkt, warum man hier auf Asian Handicap auf Union setzen kann. Und ich das auch wirklich tun würde, plus 1,5 auf Union, hört sich nach einer machbaren Sache an. Ich denke nur, dass Dortmund zu Hause einfach noch eine Klasse besser ist als auswärts und dieses Spiel leider Gottes gewinnen wird, ob Union das knapp halten kann. Das ist halt dann die Frage. Also ich neige immer dazu, die ein bisschen zu unterschätzen. Jetzt auf sie zu wetten gegen Dortmund ist eigentlich nichts, was ich machen wollen würde. Aber wenn du sagst, so ein Asian Handicap plus 1,5 auf Union, ey, wir haben ja sogar auf Bochum gesetzt, Bayern. Prinzipiell ja. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass sie, das sollte man auch vielleicht nochmal sagen, dass sie jetzt hier in der Euro Conference League spielen. Das bedeutet, das ist auch eine neue Situation für Union. Das heißt, sie haben auch noch einen Tag weniger Pause als der BVB. Ich denke, wir lassen es lieber, aber wir sagen, wir hätten es gerne gemacht, aber um jetzt einfach nicht over the head und über unserem Kopf zu spielen, zu viele Wetten zu machen, zieht man auch mal zurück und ist einfach glücklich, wenn auch vielleicht die Tendenz, die man gehabt hatte, ins Tor geht sozusagen. Und dann? Ich muss nur Ergebnis tippen. Das ist ein interessantes Spiel, glaube ich, zum Ergebnis tippen. Da, glaube ich, tippt auch euren Ergebnistipp unten in die Kommentare. Ich denke, dass das könnte ganz verrückt werden. Das könnte Dortmund hoch gewinnen, das könnte einfach auch 0-0 werden, sei jetzt mal so. Also ich habe echt irgendwie so, ich schwanke zwischen 2-1 für Dortmund und 0-0. Ich zwischen 3-2 für Dortmund und 2-2. Ja. Und dann kommen wir zum Spitzenreiter. 4 Spiele, 4 Siege, Champions League unentschieden. Der VfL Wolfsburg, die Minimalisten der Liga, haben jetzt hier bisher ein Gegentor, 6 Tore nur geschossen. Das musste erst mal bei 4 Siegen schaffen. Und sind jetzt natürlich auch Favorit gegen Frankfurt, haben aber immer noch nicht den Respekt eines Spitzenreiters. Denn auf der anderen Seite, hier habt ihr es gerade gesehen, die Frankfurter mit 3 Unentschieden, 1 Niederlage, schwach gestartet und auch erst 4 Tore. Wenn wir jetzt mal die Gegner der Eintracht anschauen, das ist jetzt auch nichts, wo du sagst, da fürchte ich mich vor Bielefeld, ich fürchte mich nicht vor Augsburg, ich fürchte mich nicht daheim vor Stuttgart und gegen BVB... Oh. Bist aber cool. haben sie gewonnen. Also hier, ja, klar, Wolfsburg mit Champions League Spiel im Knick sozusagen. Aber Eintracht Frankfurt das Gleiche, heute gegen Özils Fenerbahce, wenn er den spielen sollte, ist er da auch, glaube ich, ein bisschen im Verruf geraten. Weiß nicht, Sommer. By the way, wir haben in allen Spieltagen bisher auf Wolfsburg, glaube ich, getippt und damit ganz gut gefahren. Findest du hier was oder sagst du, schauen wir mal, was der Van Bommel diesen Sonntag macht zum Abschluss des 5. Spieltags? Das ist halt die Frage, weil du kannst Wolfsburg irgendwie natürlich nicht trauen, weil die sind ja echt immer so hochgesprungen, wie sie mussten. Also die haben ja auch auf Asian Handicap minus 1 gegen Fürth gewettet und dann war das so echt so ein Gebirge in letzter Minute mehr oder weniger.
Also das war nicht überzeugend. Und jetzt denke ich eher, dass Wolfsburg so oben an der Tabellenspitze thront, dass es eher so dafür sorgt, dass sie sich jetzt ein bisschen zu geil vorkommen und denken, ah ja, wir sind wer, obwohl sie ja keiner sind. Hallo, das ist Wolfsburg. Die sind halt, wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, ja, Frankfurt-Wolfsburg ist schon ein klassisches Unentschieden. Also da wird Frankfurt nicht unbedingt viel schlechter sein. Wolfsburg wird, wenn dann überhaupt, wieder sehr effizient irgendwie durch eine gute Verteidigung, was sie ja zweifelsfrei haben mit erst einem Gegentor, vielleicht die Frankfurter vom Tor fernhalten, aber ein Low-Scoring-Game, bei dem aber die Quote auf Wolfsburg einfach nicht gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt keine Ambition, auf Frankfurt zu setzen, weil sie das nicht rechtfertigen mit den Auftritten bisher. Ein Unentschieden könnte man machen mit einer Dritteleinheit, damit wir auch mal ein Unentschieden wieder einstreuen. Ja, könnte man machen. Wir lassen es aber auch wieder bei der Tendenz, weil es wäre natürlich auch blödsinnig, jetzt gegen den Tabellenersten zu wetten. Du hast aber völlig recht, diese 1,8, die gab es bei Wolfsburg, glaube ich, sogar schon gegen Bochum oder Fürth, und da ist Frankfurt schon mal besser. Da ist jetzt in dem Sinne nicht so der richtige Value. Bei dem Spieltag haben wir sogar eine Unentschieden-Wette dabei mit Mainz gegen Freiburg. Und bevor ich jetzt den ganzen Spaß einmal zusammenfasse, nochmal ein kurzes Dank an euch. Es macht wirklich super viel Spaß, diese Videos zu machen. Wir haben so viele Kommentare, wir haben auch sinnvolle Diskussionen, gar nicht Beleidigungen, wie man es vielleicht aus anderen Sachen kennt. Und auch danke für die, die jedes Mal unter das Video schreiben, hat uns gefallen. Und ich nenne jetzt mal den Ralf da, du gibst sogar ein Herz, der ja wirklich bei also jedem... alle, nicht nur Ralf. Nee, aber... Ich sag nur, so Lobs, da freuen wir uns jedes Mal wieder drüber, selbst wenn es die gleiche Person jedes Videos das motiviert. Und damit zum Abschluss die Zusammenfassung. Nochmal Radek, dich wollen wir auch mal anschauen. Und jetzt gehen wir hier einmal den Spieltag durch. Wir haben gesagt, eine halbe Einheit auf Bochum plus 3 Tore. Wir haben gesagt, unentschieden bei Mainz gegen Freiburg, eine Dritteleinheit. Wir haben gesagt, ein Leipziger Sieg, eine Einheit drauf. Und wir haben gesagt, auf Leverkusen setzen wir eine Einheit, aber mit Asian Handicap minus 0,25. Bei einem Unentschieden verlieren wir die Hälfte. Beim Niederlage von Leverkusen verlieren wir alles. Und dann schauen wir mal, wie die Wetten ausgegangen sind. Wir freuen uns schon wieder auf die nächste Champions League-Runde, auf den 6. Spieltag und auf so viel mehr. Bis dahin. Das war mein Volksfest. Bis bald. Auf euch. Yeah. Und auf dich, auf Portugal, Radek. Servus. Oddspedia. The Sports Betting Community.